viel Empathie für diese Situation von Menschen, die jetzt hierher kommen, hatten wir lange nicht und werden wir vielleicht auch nie wieder haben. Und das wünsche ich dir vielleicht noch mit nach Berlin. Meine Damen und Herren, ich bin Hani Nawazeri, ich komme aus dem Iran und ich freue mich. Meine Schuhe sind alt, mein Weg ist weit. Es gibt keine andere Möglichkeit, als zu gehen, und das langsam, bis das Mondlicht zur Ruhe kommt und jede Welle auf dem weichen Leib des Wassers. In der Tiefe meiner Erinnerung siehst du ein Heft. In diesem Heft wird im Herbst keine Weide vertrocknen. Meine Augen möchten sehen, aber leider schläfst du. Auf Deutsch, das heißt Flügel der Liebe. Im Laufe des Lebens steht man zu nennen besser, dass es nichts Wichtigeres als Liebe in dieser Welt gibt. Nur sie vergibt alles, nur sie bringt uns zurück ins Leben. Sie beschützt uns, inspiriert uns, sie schenkt uns die Flügel zum Leben. Крила любові. З плином часу розумієш все ясніше і ясніше. Ніц немає у цьому світі від любові важливіше. Лиш вона усе прощає, повертає сили, захищає, надихає і надає крила. Es gibt sogar Sozialpädagogen in Brandenburg, in Fürstenwalde und Umgebung, die zusammen mit den Asylbewerbern in der Unterkunft wohnen und sagen, nur dann kann ich die Vertrauensbasis aufbauen, wenn wir wirklich zusammenleben, dann bin ich für die Leute da, bin ich Ansprechpartner. Wie sieht das aus? Wie läuft... das war jetzt Test, ne? Nur alle wach sind. Wie sieht es aus? Wie weit sind wir von einem Willkommenskonzept, wo wirklich alle diese Fäden zusammenlaufen und koordiniert werden in der Hilfe und Unterstützung? Wie weit sind wir da entfernt oder vielmehr, wie dicht sind wir dran, Frau Steffen? Ja, also ich versuche es ganz kurz zu machen, zumindest prägnant, weil das wirklich
wahnsinnig ist, wie Sie das mit der Übersetzung machen. Also zunächst einmal ist es so, ich habe das vorhin schon gesagt, man redet zwar nicht so oft und gerne drüber, aber das ist, es hat ganz viel mit Geld zu tun. Das heißt also, man muss sich wirklich überlegen, wer trägt die Kosten, damit die Kommunen das auch schaffen, was sie schaffen sollen. Wir können dem Bund wunderbare Gesetze erfinden und sagen dann zu den Kommunen, jetzt macht ihr mal. Ja? Und dann, dieses Jahr werden 450.000 Flüchtlinge zu uns kommen. Das ist ganz schön viel. Ich bin sicher, dass wir das wuppen, weil im Vergleich zu 80 Millionen Menschen und im Vergleich zu den insgesamt in Deutschland sprudelnden Steuereinnahmen ist das völlig zu schaffen. Nur, man darf die Kommunen nicht im Regen stehen lassen. Deshalb ist es mein dringender Wunsch, und an der Stelle bin ich über den Flüchtlingsgipfel sehr enttäuscht, das Geld, was die Kommunen dafür benötigen, muss vom Bund kommen. Weil der Bund macht die Gesetze, der Bund muss den Kommunen das Geld geben. Und da bin ich bei der Unterkunft. Die Kosten der Unterkunft müssen vom Bund gestellt werden. Ich bin übrigens auch sicher, dass da werden jetzt Nachforderungen kommen. Heute waren schon ganz viele Stimmen, die gesagt haben, naja, gut gemeint, aber nichts ist draus geworden. Denn das Einzige, worauf man sich verständigt hat, ist, dass man die Migrationsämter, die Bundesämter, die Asylverfahren abwickeln, ja, ist ein hässliches Wort, aber das passt dazu, dass man da ordentlich mehr Personal reinbringt, was auch wieder toll ist. Aber ich habe dann immer so ein bisschen Angst, dass es wirklich zu einer Abfertigungsbehörde wird. Ja? Dahinter steckt doch so schnell wie möglich diejenigen, die keine Asylberechtigung haben, wieder loszuwerden. Und das finde ich nicht gut, wenn man beim Bund schon anfängt, das nicht als willkommen zu sehen, sondern als Abschottung. Ja, wie soll das dann in der Kommune funktionieren? Das finde ich also insgesamt nicht gut. Da muss ein komplettes Umdenken stattfinden. Man muss sagen, das ist jetzt ein sehr weites Feld, aber wir brauchen ja auch Menschen. Gerade Mecklenburg-Vorpommern braucht auch neue Menschen. Wie schön ist das, wenn wir hier auch verschiedene Kulturen begrüßen können. Also, zurück zu den Kosten der Unterkunft. Die müssen vom Bund kommen. Dann, ich bin auch der Meinung, was Herr Quintana Schmidt auch vorhin schon gesagt hat, die zentrale Unterbringung, Frau Mielke weiß es viel besser als wir, ist, glaube ich, ein guter Schritt. Und eine gute Betreuung, es ist ja im Grunde genommen schon eine 24-Stunden-Betreuung, was Sie da liefern, die ist bei uns ja gewährleistet. Wir haben es an der Stelle richtig gut. Und es gibt viele Flüchtlinge, die kommen und die sind erstmal auch ganz zufrieden, wenn sie in der zentralen Unterbringung sind, weil viele kommen ganz allein. Ja, und es gibt auch welche, die dann dezentral untergebracht werden, die dann auch einsam werden. Denen geht es gar nicht gut. Manche wollen auch erstmal in der Gemeinschaft bleiben. Und der Anspruch auf eine Wohnung, der wird ja hier im Landkreis auch weitestgehend erfüllt. Ich gucke sie immer so an. Da gibt es ja auch klare gesetzliche Regelungen zu. Ich denke auch, man kann das flexibler gestalten, aber das geht nur, wenn die Kommune mehr Geld an die Hand kriegt. Was im Übrigen auch, dann will ich aber mal Schluss machen, für die Kosten der Krankheit gilt. Also bei Krankheit ist es für die Asylbewerber und für die Flüchtlinge ganz schwer, ja, auch eine Behandlung zu bekommen. Das hängt aber auch wieder am Geld. Wenn der Bund sagt, wir reichen das durch, dann ist es für die Kommunen viel einfacher, da auch schneller und besser zu helfen. Und zu guter Letzt die Sprachkurse. Ja, also da habe ich große Hoffnung, dass wir jetzt im Nachtragshaushalt nochmal ordentlich auch Geld reingeben werden, dass wir die Integrations- und Sprachkurse, dass wir da nochmal auch richtig viel dran arbeiten, weil das ist, glaube ich, genau das Zentrum, dass die Menschen hier auch, dass für sie unheimlich wichtig ist. Weil hier ist quasi, von hier wird unglaublich viel gestaltet, was nicht im Asylbewerberheim läuft, das läuft dann hier über die Volkshochschule. Also, an der Stelle haben wir einfach zwei wunderbare Anlaufstellen hier. Okay. Well, it's not nice to talk about money, but we need to talk about money. Frau Steffen тут назвала одну тему, на которую почти никто из немцев не любит говорить. Это деньги. Да, деньги. Значит, все, что о чем мы сейчас говорим, стоит очень много денег.
Das sind Menschen, die mit extrem viel Mut und extrem viel eigenem Geist auch einer Idee von dem eigenen Leben gekommen sind und sich wirklich ihr Leben gegriffen haben und da eigentlich auch als Objekte sich das Ding nehmen und sagen, wir erfüllen das und ich gestalte mein Leben so und so. Und dann in dem größeren Kontext, weil wir auch viele politische Ebenen so ein bisschen da anstreichen, und Amnesty hat zum Beispiel heute gesagt, ein großes Statement noch gemacht, dass in Libyen eigentlich gar keine Chance mehr ist, quasi für die Menschen, die von da nach Europa flüchten wollen, über die Grenzen zu kommen. Dass es faktisch unmöglich ist, nach Tunesien zu gehen, nach Ägypten. Und dass dann die Antwort auf europäischer Ebene ist, ja, wir bekämpfen mehr Schlepperbanden und wollen Schlepperboote zerstören, ist irgendwie das, was mich auch immer wieder total ärgerlich macht und was ich denke, was wir auch so nicht akzeptieren müssen. Das andere ist natürlich, haben wir viele politische Fragen auch hier auf lokaler Ebene. Herr Quintana-Schmidt hat schon das angesprochen, die Zentralunterkunft. Ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass es die Möglichkeit gibt, dezentrale Unterkünfte noch mehr, als das die Stadt jetzt schon macht, mit der Wohnungsbau, mit den Wohnungsbaugenossenschaften, da die Chance noch mehr zu nutzen, Wohnungen für Familien bereitzustellen. Weil das natürlich auch der wichtige Teil ist, wo Entspannung, wo Ruhe stattfinden kann, wenn man in eine ganz neue Umgebung kommt. Das ist ein zentraler Punkt. Andere Sachen sind auch wirkliche politische Skandale, die hier in der Stadt laufen. Das Problem mit dem Spielplatz, was angesprochen worden ist, liegt in der Stadtverwaltung, dass sie da nämlich gesagt haben, naja, wir müssen ja nicht alle Menschen auf den Inhol mit einbeziehen. Die zählen wir nämlich noch nicht als Einwohner in der Bedarfsbestimmung dessen, wo welche Spielplätze gebaut werden sollen. Das sind wirklich handfeste politische Ärgernisse. Es wird ja eine Reform des Aufenthaltsrechts geben. Die ist noch geplant vor der Sommerpause, aber ich weiß nicht, ob das noch zu schaffen ist. Da gibt es viele Punkte, unter anderem, was mich auch sehr freut, haben wir wieder so eine Art Bleiberechtsregelung. Mhm. Die gibt es ja jetzt nicht mehr, die wird es wieder geben. Und das, was Sie gesagt haben, also dass man eben auch diese, die Möglichkeit des Studiums und der Anerkennung des Studiums auch mit einbringt, da hoffe ich sehr drauf. Da ist ja viel drüber diskutiert worden, dass man die jungen Menschen eben möglichst schnell integriert. Also da, ich bin sicher, es ist ganz sicher, den Kabinettsentwurf gibt es schon, dass eine Reform kommt. Was jetzt genau hinterher bei dem Gesetz rauskommt, das wissen wir nicht. Aber das sind die Punkte, die da auf jeden Fall zentrale Rolle spielen. Noch ein Wort zum Thema, warum dauert das so lange? Wir haben ja noch, da haben auch beide schon darauf hingewiesen, wir haben ja noch diese, in den ersten 15 Monaten muss man ja erst eine Vorrangprüfung machen. Also man kommt mit einer Bescheinigung vom Arbeitgeber und sagt, der will mich haben. Und dann muss das Jobcenter, glaube ich, oder die Ausländerbehörde sogar, die schicken das dann nach Duisburg zu einer zentralen Stelle. Und natürlich gibt es irgendwo in der Bundesrepublik einen deutschen arabischen Koch oder einen Lehrer für Qigong oder was auch immer der dann werden wird. Das ist ganz klar, die Vorrangprüfung, die dauert lange und führt immer ins Leere sozusagen. Ja, deshalb hoffe ich auch da, genau wie meine beiden Mitstreiter hier, dass wir von diesen 15 Monaten noch weiter runterkommen. Es war ja mal viel länger, ich meine, es waren mal 2 Jahre oder sogar. Also gut, jetzt haben wir 15 Monate. Es müsste eigentlich von Anfang an sein. Und dann noch ein letzter Punkt zum Asylbewerberleistungsgesetz. Wenn es nach mir ginge, würden wir es eher gestern als morgen abschaffen, weil das Bundesverfassungsgericht hat uns gesagt, dass die verschiedenen Sätze verfassungswidrig sind. Nun gab es ja schon eine Angleichung. Gott sei Dank kriegen ja die Asylbewerber jetzt mehr als früher. Aber im Grunde genommen verhalten wir uns aus meiner Sicht verfassungswidrig. Wir müssen das Asylbewerberleistungsgesetz abschaffen. Ich sage aber auch gleich, wir haben zwar eine Zweidrittelmehrheit, aber ich könnte leider jetzt eine traurige Wette eingehen, dass wir das mit der CDU, CSU nicht schaffen werden, dieses Gesetz in dieser Legislaturperiode abzuschaffen. Das ist jetzt ein bisschen Pessimismus, aber ich, bei der Stimmung, die dann dort herrscht, an diesen Fragen, habe ich leider an der Stelle wenig Hoffnung. Ich komme aus Mauretanien, ja. Und zum Beispiel hier, lange Jahre hier in Deutschland, und so habe viel Estrets gehabt. Ja. Und habe Angst, und so habe Angst. Verstehen?
Die gibt es den Menschen, gute Mensch, kommt aus Afrika, laufen, kommen dahin. Und muss helfen. Welche Personen sind die Ausländer? Die sind Ausländer. Die Ausfarbe, die macht Beleidigung. Was machst du hier in Deutschland? Ja. Gibst du Menschen auch Respekt, die Ausländer? Nicht alle. Aber muss lieben und so auch haben, kommt von Afrikaner. Genau. Und so Menschen, die gibt es in Afrika, haben Hunger, haben Probleme. Die haben Ebola, die brechen bei. Sie, alles, die gucken uns. So, manche mal sagen, aufpassen, so krank. Nein, uns haben Kraft. Aber die Probleme, nicht vertrauen uns. Das ist die Problem, nicht vertrauen. Die gucken Ausländer laufen, sagen, aufpassen, dangerous, kriminal. Das ist falsch. Eins, zwei, drei sind eine Person, ey, ich rufe Polizei. Polizei kommen, ich spreche, nein, spreche. Hau ab, da, bleib da. Verstehst du? Aspekt dort, spreche und alles gut. Verstehst du? Fertig? Dann auch. Mach es straff. Verstehst du? Sie sagt, ich bin eine Zeugin. Zeugen schreiben, die schwer, die falsche Sachen, ja? Und dann die Geldgericht. Ich habe da mal Probleme. Ich habe viel Probleme. Vielleicht nicht mehr, dann ich bin Kriminal. Nein, ich bin gesund. Ich bin hier in Deutschland lange Zeit. Ich Knastgesetz, Freiheit. Ich bin nur mal verletzt Mensch. Ich verletzt ich. Und dann sie schreiben, Straf, und gehen, setzen lange Zeit deine Familie, die danke dich. Wo bist mein Sohn? Tut oder nicht? Und danke, ich habe gesagt, bei Freiheit, Gefängnis, ich habe Angst. Polizei nicht mir vertrauen, die Leute nicht vertrauen, die Leute nicht vertrauen. Bei diesem, wegen Knastgesetz. Ich will Aufenthalt, wann nicht lieber und so hier bleiben, Deutschland. Ich habe gefragt, einfach Ausländer, ich möchte. Ich bin 5 Jahre hier, kein Aufenthalt. Wie viele Jahre? 5 Jahre. 12. Und ich habe ein Kind und keine Papier gegeben. Bei mir, meine Frau betrug, gibt andere afrikanische Kinder. In der Brandenburg, und die sind da, früher. Und dann Transfer Estraso. Weißt du, ich habe Herz, ich respekte Kinder, ich respekte Alter. Gibt es so Menschen, die haben Charakter, weißt du, nicht alle gleich. Ich habe uns habe Herz, aber keine Hilfe. Ja. Nicht alles bei Hilfe oder nicht. Uns habe Kraft, kann Arbeit sein. Darf sie auch arbeiten? Kriminal scheiße, richtig. Ja. Weil du hast du keine Geld, kann Patient sein. Ja, richtig. Ich habe keine Geld, keine Familie, wie mir helfen? Keine. Ich frage, kompliziert. Ich frage, gib mir dich nicht gut, einfach. Frage nicht gut. Ich bin gesund, kann geben, die Menschen will Arbeit geben. Gibst du die Person, habe Pass, aber sie will nicht Arbeit. Arbeit, Wahrheit. Arbeit, helfen die Leute. Das ist Wahrheit, richtig. Ja, richtig. Hier, Dankeschön. Der Mann hat schon gesagt, aus Afrika. Er hat schwarz oder er spricht kein Deutsch. Viele Menschen haben Stress oder sie sind böse. Also warum sie sind Deutsch, nicht Deutsch sprechen? Sie müssen Deutsch sprechen. Ja, okay. Aber wie? Das ist die wichtige Frage. Wie kann ich Deutsch sprechen und ich habe kein Geld für die Deutschkurse? Und im Straße und jetzt gibt es nur Volkshochschule. Vorher gab es ein TA-Schule. Aber da war nur ein Monat hier im Straße und dann weg. Jetzt in Straßburg gibt es nur Volkshochschule und es gibt viele, viele hundert Leute und das alles sind voll. Es gibt keinen Platz. Das ist sehr wichtig für die Menschen in die kommunale Arbeiten. Also bestimmt und sehr wichtig ist noch eine Schule für die Menschen. Nur eine Schule vor 300-400 Menschen, das geht nicht. Das ist sehr wichtig. Die zweite Frage ist die wichtige Frage auch. Die Wohnung.
Also es gibt, wie viel, Frau Mütke, darf ich fragen, wie viele Leute in der Norm leben? In dem einen Haus 95, in dem anderen 176 und im Haus am Rügendamm nochmal 85. Also insgesamt auch so viel? 400. Also es gibt eine Familie auch? Ja. Ja, bestimmt. Ja. Also die Familie mit den Kindern, die kann im zusammen mit anderen Leuten leben. Das ist auch sehr, sehr schwer. Ja, ich verstehe das, was Frau Stefan oder Herr... Ja, also die Kommunale, die Bundesregierung, die bezahlt für die Kommunale. Und die Kommunale muss das Geld der Bund macht die Gesetze und die Kommune muss sie umsetzen, kriegt aber nicht genug Geld vom Bund. Und das ist das Problem. Das ist das Problem. Es werden Gesetze gemacht vom Bund und die sagen, Kommune, du musst das und das und das machen. Du musst Geld ausgeben für die Asylbewerber, du musst denen Wohnungen stellen und so weiter. Aber die Kommune selber hat kein Geld. Und das ist das Problem. Die machen Gesetze und dann müssten sie, das, was ja Frau Steffen auch zu Recht gesagt hat, dann müssten sie auch Geld geben. Ach, ne? Das ist das. Und das machen sie nicht ausreichend, weil sie selber auf Bundesebene sparen. Weil sie sagen, wir wollen unbedingt einen ausgeglichenen Haushalt, schwarze Null, aber das wird jetzt zu weit führen. Und jetzt, im Moment, also das ist, es gab ein neues Gesetz, der Asylbewerber kann in ganz Deutschland bewirken. Und man darf arbeiten auch. Aber die wichtige Frage auch, wie kann man arbeiten? Das ist ohne Deutsch und es gibt in Ausweis, zum Beispiel bei mir. Ich darf arbeiten, aber muss ich zur Stimmung der Ausländerbehörde. Und das dauert 3 bis 4 Monate, mindestens. Aber lange wartet keine Arbeitgeber. Und die Arbeitgeber warten nicht. Wie kann man arbeiten? Wir brauchen diese jungen Menschen hier in diesem Bundesland, auch in dieser Stadt. Und ich bin sehr traurig, wenn meine Schülerinnen und Schüler mir sagen, ja, ich will nach Berlin, ich will nach Köln, ich will nur weg. Das ist ja, Hachu, Pelechat, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Köln, или другие города. И это очень жалко, потому что наши земле нужны именно специалисты. И вот что будет после курсов? Вот это один очень важный вопрос, который надо тоже как-нибудь решать. И для этого, конечно, тоже нужны деньги. Ihr habt Menschen, die euch wohlgesonnen sind und die euch helfen wollen. Und ich selber habe gerade Gespräche geführt mit Herrn Professor Höhn von der Fachhochschule, um hier Horizonte zu erweitern und zu gucken, wie können wir dann Abschlüsse soweit wie sie gekommen sind, im Studium anerkennen und das Studium an der Fachhochschule hier fortzusetzen. Nächste Woche habe ich einen Termin mit Herrn Löschner. Was können wir denn machen, um das Theater aufzuschließen für Migrantinnen und Migranten? Aktiv und passiv. So I think a social situation should be created, whereby the natives can interact with the residents, with the immigrants, so they get to know them, because personally, sometimes I sit in a bus and you see the bus is full and people stand rather than sit near you. You feel, it makes you feel less of a human. I think that people need to be educated. Dann muss man auch dafür sorgen, dass die Bevölkerung aufgeklärt wird. Was kommen für Leute, wer lebt unter uns? Das ist, dass man die Ängste nimmt und die Besorgnisse, die es geben kann. Nur dann kann es funktionieren. Er sagt auch, wenn er im Bus ist, fühlt er, dass die Leute ihn anstarren und irgendwie fühlt er sich dann komisch. Wenn wir von Integration sprechen, dann muss es auch wirklich, dass die sogenannten, die Alteingesessenen einfach auch wissen, dass es völlig okay, miteinander in Zukunft zu leben. Ja? Okay.